Zuletzt bei Horizon Zero Dawn. Wir fanden das zerstörte Anwesen auf, bei welchem wir darum gebeten wurden, es von Monstern zu befreien. Nachdem wir allerdings eine Überlebende fanden, erfuhren wir, dass unser Auftraggeber die Monster absichtlich angelockt hat, um alle Bewohner zu töten und dann das teure Anwesen zu erben. Leider hat er die Rechnung nicht mit Aloy gemacht und wir konnten seinen Plan vereiteln. Anschließend bestiegen wir noch kurz ein Langbein, um eine neue Karte aufzudecken und beseitigten eine verdorbene Zone. Hey meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Eigentlich wollte ich die heutige Folge nur kurz vorbereiten, da ich heute mit euch hier zu dieser Brutstätte will. Und deswegen wollte ich nur kurz dieses Lagerfeuer hier besuchen, aber ihr seht schon hier, hier ist ein Turm eingezeichnet, beziehungsweise eine alte rostige Satellitenschüssel. Ich habe mir hier oben gerade massives Battle mit 3 Grauhabichten geliefert, welche mir ordentlich zugesetzt haben. Und habe hier auch einiges an Loot gefunden, nichts Besonderes, aber auch noch, wenn ich das jetzt nochmal finde, einen Moment, hier, so eine Metallblüte, Metallblume, das war ihr Name, genau, zack, und damit hätten wir eine weitere Metallblume von Modell 3, was ziemlich cool ist, und die wollte ich euch nicht vorenthalten, dass sie sich hier auf diesem Turm befindet. Wie gesagt, eigentlich wollte ich nur hier runter, ich werde mir jetzt hier mal eine Markierung setzen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Stufe diese, wie soll ich sagen, diese Brutstätte haben wird, ob wir überhaupt schon in der Lage sind, die zu erledigen. Aber diese Metallblume wollte ich euch nicht vorenthalten und euch auch nochmal daran erinnern, wenn ihr selber vorhabt, da hochzugehen, ihr habt mit 3 Grauhabichten zu rechnen, die euch böse zusetzen, wenn ihr nicht aufpasst. Die haben auch meinen Medizinbeutel ziemlich geschmälert. Aber ihr seht schon, ich habe schon eine volle Aufladung wieder drin. Was ist da vorne? Ich glaube, das sind irgendwelche typischen, soll ich sagen, Kühe. Ich nenne die alle Kühe. Ey, was geht denn hier ab? Oh, what? So einer ist hier? Warte mal, ich muss hier erstmal neue Abrüstungspfeile machen. Oh, kacke. Als ob hier die rumgammeln. Warte mal, ich versuche dem Shit hier erstmal zu entkommen. Vielleicht habe ich ja Glück und die kommen hier nicht übers Wasser oder so? Ich weiß es noch nicht so genau. Vielleicht schaffe ich es irgendwie, ihrem Interesse zu entkommen. Oh, passt auf. Da düst wieder einer. Zack. Das sollte hilfreich sein. Das passt. Dem habe ich, glaube ich, alles abgetrennt. So, und der andere? Nee, das ist der, den wir beschädigt haben. Da ist er! Das ist ein Treffer auf seine Kanone. Ja. Sehr gut. Der liegt. So, nachdem ich sie jetzt schon so geschwächt habe, werde ich sie hier nicht einfach so davonkommen lassen. So, wer sich mit mir anlegt, so, der kriegt auf die Fresse. Das sind echt, das sind richtig, richtig, richtig viele Erfahrungspunkte. Oh, shit. Die ich mir eigentlich nicht entgehen lassen möchte, muss ich zugeben. So, wir machen jetzt hier mal weiter. Ich baue mal einen Sprengdraht vor denen auf. So, dann steche ich sie. Und jetzt muss ich weg. Weil ich glaube, der Dude geht nämlich, genau, der geht gleich hoch. Oh mein Gott. Die Taktik ist ja pervers. So, das war's mit ihm. Oh mein Gott, die Taktik ist ultra krass. Okay, die muss ich mir unbedingt merken. Ich muss dann, wie gesagt, nur schleunigst weg, weil die halt innerhalb kurzer Zeit dann ausgelöst werden. Aber hier ist noch einfach ordentlich Stuff, den ich gerne mitnehmen will. Und der andere, der entkommt mir nicht. Wer mich hinterrücks angreift, der hat damit zu rechnen, dass ich zurückschlage. Vor allem, wenn ich ihnen schon ihre wichtigsten Bauteile genommen habe. So, Meister. Ah, der hat noch was in die Mine gelegt. Der Sohn. So. Und? Yo! Nice! Very nice. Und schau mal, wie viel Loot wir mittlerweile kriegen. Wir haben ja geskillt, dass wir mehr Loot bei den Maschinen finden, ne? Ey, einfach mal 10 Zünder auf einmal. So, aber hier geht's erstmal nicht für mich hoch. Irgendwo auf diesem Berg, beziehungsweise hinter diesem Berg, befindet sich die Brutstätte. Und ich bin noch nicht so ganz sicher, wie sich das Spiel vor... Ah, wir können das einfach umlaufen.
Okay, wir können jetzt einfach in diese Richtung umlaufen, dann kommen wir dahin. Alles klar. Ich bin auch schon ruhig. So, sehr schön. Immer schön nach den roten Pflanzen in der Wildnis Ausschau halten. Die geben mir den Stuff, den ich brauche, um mich zu heilen. So, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich habe ja mittlerweile echt ein bisschen Respekt vor diesen Brutstätten, gerade vor der letzten. Aber man muss auch sagen, dass sich dank der Kommentare auch mein Wissen in Sachen Kampf massiv verbessert hat. Oder auch so Kleinigkeiten wie jetzt, dass ich einfach eine passende Sprengfalle schon an einem am Boden liegenden Gegner platzieren kann. Ah, da sind die schon wieder, die Brüllrücken. Das ist sogar ein ganzes Areal. Brauche ich die? Boah, ich bin eigentlich erstmal nicht interessiert. Ich will erstmal zu diesem Lagerfeuer. Warte mal, kämpfen die da gerade? Die kämpfen gegen die Karja. I'm sorry, nicht mein Bier. Gerade auch, weil ich für die Rettung halt auch nichts bekomme. Also das ist halt vollkommen egal. Ich kriege halt höchstens die Erfahrungspunkte für die Maschinen, aber ich glaube, ich erledige schon ganz gut die Maschinen, die mir über den Weg laufen. So, was geht hier ab? Okay, hier ist die Brutstätte und die scheint von dem Lager, Stufe 18, ja, das sollte reichen. Die scheint von irgendeinem Lager oder so bewacht zu sein. Sind die mir feindlich gesonnen? Sind das Enemies? Ja, das sind Kultisten. Das sind Enemies. Und zwar richtig viele. Okay, Freunde, wir müssen erstmal diese Basis infiltrieren. Es wird Zeit für meine Scharfschützenpfeile auf jeden Fall. Okay, das ist sehr, sehr gruselig. Da kommt einer. Die Mörder. Was machen die hier? Die wissen nicht, dass ich existiere. Ja, die sind alle in Alarmbereitschaft, aber keiner von denen weiß, dass ich existiere. Da müsste irgendwo einer chillen. Da oben? Der da? Den habe ich getroffen, aber er sieht mich noch nicht. Der ist damit auch down. Das ist, glaube ich, ein Bossgegner, der mit dem Totenkopf. Warte mal, liegt da eine fette Waffe? Ist das grüner oder gelber Loot? Da kommt einer. Das war's. Und das ist der Boss da oben. Der gerade Ausschau hält. Hab dich. Oh, shit. Not good. Okay, wartet. So, dann machen wir erstmal Feierabend. Es sind nicht mehr viele. Es sind nur noch 3 Stück. Und die kommen mir erstmal nicht an mich ran. Okay, aber das ist das erste Mal, dass sie so richtig mit diesen Kultisten konfrontiert werden. Da ist der Boss. An den komme ich noch nicht ran. Das ist der Monopoly-Boss. So, da oben chillt noch einer. Da chillt ja einer. Oh, schau mal, der chillt an diesen Lohe-Behältern. Oh nein, der Pfeil ist in der Luft stecken geblieben. So, das war's mit ihm. So, und du, Meister. Du machst den Bock jetzt auch nicht mehr fett. Wenn ich eine Kiste Ausrüstung mehr einpacken muss, bringe ich jemanden um. Vielleicht mich selbst. So, Meister. Hallo. Ah, als ob der jetzt noch einen Pfeil losgeschickt bekommen hat. Oh, come on. Ja, gut. Aber das war das Lager. Der hat den Wüstenglas und einen Grabungsschlüssel dabei. Was bringt denn ein Grabungsschlüssel? Der auch? Die haben alle welche davon. Brauche ich die vielleicht, um irgendwelche Kisten oder so aufzusperren? Da ist auch nochmal... Jetzt habe ich schon 3 Grabungsschlüssel. What the hell? Okay. Vielleicht werden die im Laufe der Story noch relevant, weil die ich meine, das sind ja die Kultisten, ne? Und die haben hier obviously irgendwelche Ausgrabungen gemacht. Vielleicht werde ich die noch irgendwann brauchen, um spezielle Behälter zu öffnen oder so. Da waren 2 Schockfallen drin, cool. So, und da oben ist der Boss, den wir einfach schön mit einem Lohefass in die Luft gesprengt haben. Der hat gar nichts gemacht. Also der Überfall war in Ordnung, muss man auf jeden Fall sagen. Ein Todbringer. Ah, lol. Das ist sogar jetzt ein richtiges Maschinengewehr. Das ist jetzt nicht mal einer dieser Flammenwerfer, den die Banditen haben, sondern richtig geiler Shit. Okay. Oh, warte mal, das war's noch gar nicht. Das war's noch gar nicht. Oh, dann wollen wir doch mal weiter marschieren. Freunde, I'm sorry, wirklich. Immer wenn ich denke, wir haben hier alles weggeräumt, öffnen sie eine neue Kammer.
die Sonne. Diese Art macht mich krank. Wie Ross zu sagen pflegte. Geduld. Ha, der Schatten wird sie finden. Kann ich noch einmal schießen? Los, kommt an, Männer. Ah, ich kann das aufmachen. Okay. Ich dachte, ich müsste hier oben drüber klettern. Hey, Männer. Oh mein Gott. Ey, was ist das denn für eine Brut... Oh, nee. Was ist das denn jetzt? Okay, wartet mal. Okay, und jetzt nehme ich das Zeug wieder mit. Genau, ich will die Waffe eigentlich erstmal behalten, muss ich zugeben. Der hat sogar blauen Loot gedroppt. Weil das scheint jetzt das erste Mal gekerbtes altes Amulett, okay. Kein das, Platz mehr. Das scheint jetzt nämlich das erste Mal eine Grabungsstätte zu sein, die, ja, sag ich mal, nicht einfach nur aus Metall besteht, sondern die halt wirklich von Menschen bereits erschlossen wurde. Das macht das halt sehr, sehr interessant. Die Frage ist, ob ich die Waffe noch brauche. Ich glaube langsam nicht mehr. Aber irgendwie muss ich auch zugeben, würde ich sie jetzt aktuell ungern abgeben. So. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Das heilt mich. Ich werde hier gerade geheilt, das ist stabil. Aber ich werde mal die Waffe hier runterschleppen. Ja, genau. Aber die Wildnis ist eingedrungen. Und jetzt auch der Feind. Eben, da vorne läuft nämlich noch was. Rostiger Schrott. Lol. Okay. Also noch habe ich hier keine Angst, muss ich zugeben. Also mit der Waffe im Gepäck fühle ich mich sehr, sehr safe. Hier ist richtig, richtig viel Stuff. Okay, passt auf, Guys. Dann also auf die harte Tour. Okay, ich krieg das nicht hochgejagt. Oh shit, ey, ist das geil. So. Ey, wir laufen ja wirklich durch wie Rambo, ne? Also die machen uns halt gar nichts. Ich habe noch 35 Schuss. Okay, ich bin gespannt, warum wir hier Stufe 18 brauchen. Also was hier für Augen auf. Enemies auf uns warten. Wir kriegen sogar 100 Erfahrungen mehr, wenn wir mit einer schweren Waffe was killen. Wahrscheinlich, weil es die halt nicht immer gibt. Aber ich marschiere hier wirklich durch wie, ja, wie, Arnold Schwarzenegger in Terminator. Absolut kein Platz dafür. Alter, warte mal, für was habe ich keinen Platz mehr? Was ist mittlerweile voll? Ah, Sprengfalle, ja, okay. Das ist auch das erste Mal, dass wir so richtig, glaube ich, fertige Sprengfallen und so Zeug finden, ne? Das war ja bisher auch immer was, was wir uns selber gecraftet haben. Wir marschieren weiter. Ja, moin, hier wächst halt wirklich verdammt viel Natur. Und klar, da wo Licht eindringt, kann auch ein Baum wachsen. Er ist ja mal übel cool gemacht. Es muss einen Höhleneinsturz gegeben haben. Und er muss heftig gewesen sein. Okay, da unten sind Enemies. Die Frage ist, wie ich da runterkomme. Ah, da muss ich mich abseilen. Da muss ich mich abseilen. Okay, dann versuche ich mit der schweren Waffe erstmal so viel Schaden wie möglich anzurichten. So. Den werde ich nicht treffen, ne? Nee, den werde ich nicht treffen. Wo habe ich freies Schussfeld? Da. Sehr gut. Okay, jetzt habe ich keine Munition mehr. Alles klar. Okay, mit meinen normalen Pfeilen komme ich hier nicht weit. Ihr wollt den Scharfschützenfight? Könnt ihr haben. Oh, shit. Wartet, Guys. Der Dude trollt da rum. Und denkt, er wäre safe. Aua. Oh, shit. Der rennt nur rum, der schießt nicht mal. Okay. So, dann stürzen wir uns mal runter ins Getümmel. Von hier oben komme ich nicht mehr weiter. Ich muss sagen, ich nehme die Kultisten aktuell noch nicht so richtig ernst. Sollte ich vielleicht mal, weil es doch einige sind. Aber menschliche Gegner waren bisher wirklich immer ziemlich lächerlich, muss ich zugeben. Schauen wir mal, ob das so bleibt. So, das Gute ist, in den Brutstätten findet man meistens wirklich immer nur Heilung. Das ist echt geil. Ich nehme mal hier meine starken Pfeile.
So. Sie geben auf. Sehr gut. So, nur vor uns, ne? Aktuell, ja. Ist hier irgendwo so ein Bossgegner? Kann ich mir irgendwo nochmal eine schwere Waffe klauen? Kein Schimmer, weiß ich noch nicht. Ist halt sehr verzwickt. Vorsicht, hier könnten Eindringlinge. Ja, hier sind welche. Ja, der vor uns ist aktuell der nächste. So, düsen wir mal hier rein. Zack. Das hat keiner mitbekommen. Da vorne ist einer. Ja. Es geht los. Oh, oh, oh. Da explodiert was, guys. Oh, das ist einer mit Lohe-Behälter. Das ist einer mit Lohe. Ey, was geht jetzt ab? Ja, der macht erstmal Feierabend. Das ist einer ohne Lohe-Behälter, ne? Ja. Wo ist sie hin? Wartet mal. Ich hab doch da was im Pette für euch. Es wird mal wieder Zeit, Freunde. Für ein bisschen Schleuder-Action. Ich glaube, Fallen aufstellen bringt bei denen nicht so viel. Ich würde sagen, wir machen hier lieber Randale. Zack. Und zack. Ich werde von meinem eigenen Eis gar nicht erwischt. Das ist gut zu wissen. Ah, shit. Die schießen hier schon wieder. Das sah auch nicht nach Pfeil und Bogen aus, muss ich sagen. Das sah mir nach irgendwas anderem aus. Scharfschützenpfeile. Sehr schön. Oh nee, ey. Wie diese Pfeile. Schaut euch das mal an. Schaut euch einfach mal diesen Pfeil an. Ey, die Hitboxen in dem Game sind echt interessant. Nennen wir es mal interessant. Ist da einer? Nee. Okay, gehen wir hier rein. Die liegen ja zum Glück alle vor uns. Ich glaube, looten tue ich den ganzen Shit später. Jetzt geht's erstmal drum, hier für Ruhe zu sorgen. Passt auf. Erstmal du. So, und jetzt du. Jetzt wird wieder auf uns geschossen von weiter hinten. Genau. So, und zack. Und jetzt schnell weg, bevor die wieder auf uns schießen. Genau. Weil da irgendwo war dann ein Sniper unterwegs. Ah, menschliche Gegner sind so schlecht, das ist geil. Da oben chillt einer. Mann, wenn Headshots nicht mehr reichen. Wo kommen wir da hin? Man, wir sehen nieder. Ah! Komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. So darf es nicht enden. Kämpfen. Der sieht mich. War ich nicht im Busch? Okay, die sind immer noch in Alarmbereitschaft. Drei sind's noch, laut Anzeige hier. Als ob. Oh, come on. Habe ich den Scharfschützenbogen? Nee, ist mein normaler, ne? Und ich schieße auch mit den normalen Pfeilen. Wow, ich mache gut Damage. Du kannst. Headshot. Als ob. Okay. Ich glaube, jetzt müsste hier erstmal Feierabend sein. Nee. Da ist noch einer. Okay. Wenn du weg bist, kann ich looten. Aber ich glaube, hier sind noch mehr, oder? Nee. Okay, guys, watch out. Ziel gesichtet. Es ist so geil. Die Animationen sind so stark. Allgemein, weil auch eine Lanze einfach so eine epische Waffe ist, mit der sich halt so coole Animationen machen lassen. Das muss man auch einfach mal zugeben. So, hier haben wir eine heilende Pflanze. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Blauer Loot in der Kiste. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ah, Schockspule. Okay. Kann ich nicht tragen. So, jetzt schauen wir mal nach. Ich habe nämlich mein Ding ist schon wieder voll, meine Modifikation. Ja, genau. Okay, wartet. Ja, ich hier ist grüner Schock. Ganz ehrlich, was ist ein 5% Schock? Alles, was grün ist, hau ich mal weg. Ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich niemals grüne Modifikationen an meine Waffen machen. So, okay. Dann haben wir jetzt hier ein bisschen Platz gemacht. Für eine blaue Modifikation, so, das hat man einfach lieber dabei.
Zack. Mal ein bisschen Cash. So, und hier vorne habe ich doch super viele umgebracht. Da müsste doch noch gut was für uns liegen. So sieht's aus. Okay, warte mal. Stimmt, ich könnte, hätte den Heiltrank trinken können. Das wollte ich eigentlich auch, um dann den Heiltrank zu looten. Aber nicht so schlimm. Nehmen wir jetzt erstmal mit, dass wir kriegen. Der hat auch noch blauen Loot. Mit so einem Schlagscheinglas, von dem ich mittlerweile einfach 33 habe. Hm, ja. Sind selten. So. Da haben wir noch ein bisschen Geld. Zum Glück verwenden alle dieselbe Währung. Und zum Glück kann man aus der Währung auch Waffen machen. Also ich verstehe, warum es eine Währung ist. So. Aber sonst gibt es hier erstmal nichts für mich. Sonst sieht es hier erstmal ziemlich leer aus. Ich schätze, da oben müssen wir weitermachen. Da düst einer. Okay, guys. Dem setzen wir ein schnelles Ende. Da hier. Mehr Pfeile brauche ich. Tja, da ist auch schon Feierabend mit dir, ne? Ärgerlich, so einen Pfeil in den Schädel zu bekommen. Haha! Ein Priester war das, okay. Ist da drüben noch was? Nee, ich glaube schon, dass wir hier hoch müssen. Und wenn ich nicht jeden Loot bekomme, ist auch nicht schlimm. Hauptsache, ich verlaufe mich in diesem Shit nicht. Das ist die ich sag's euch, die letzte Brutstätte hat mir böse zugesetzt mental. Und die Frage ist halt auch, wie viele hier arbeiten. Ich meine, das ist ein Riesenkomplex. Oh, wir kriegen eine neue Mission. Begib dich zum Brutstättenkern. Oh, sind wir schon so nah? Ist das hier unten? Nee, noch nicht. Aber wir scheinen kurz vor dem Ende zu sein. Wenn wir schon die Mission für den Kern bekommen. Der Kern ist ja immer das Ende. Aber echt stabil, dass die hier das schon für uns so erschlossen haben. Das macht es halt für uns sehr, sehr einfach. Und auch hier, wie gesagt, diese Mischung aus der Höhle, also aus dieser von Natur geformten Höhle und der Metallhöhle ist saugeil. So, schön viel Heilungsloot. Ich habe nämlich noch nicht mal zwei Aufladungen hier drin. Das macht mir ein bisschen Angst. Ist das ein Rückweg? Ne, hier geht's weiter. Okay. Aufpassen. Sind nochmal Enemies vor uns? Ja, da kommt nochmal welche. So. Wir sind beim Brutstättenkern. Ja, ja. Überbrücke den Kern, genau. Okay, muss ich erstmal die kleinen Pimpfe erledigen. Damit wir uns dann um die große Maschine kümmern können. Welche auch immer die hier bewachen. Die scheinen die ja nicht zu befreien. Geh da nicht zu dicht ran. Das ist ein Befehl. Da brauche ich einen. Hier. Von was? Vom verborgenen Schatten, hat er gerade gesagt? So, der brennt. Der explodiert doch jetzt, oder? Ja. Da hinten ist ja der Boss. Ich bin gar nicht hier. Da muss ich jetzt aufpassen. Da chillt einer. Liegt der am Boden? Ne, der kniet, oder? Ah nein, das ist der Boss. Das ist der Boss der Monopoly-Fanatiker. Ja, dem seine Waffe brauche ich, ne? Okay, muss jetzt erstmal. Oh Gott, okay. Back. Okay, kann ich hier irgendwo in Deckung gehen? Ja, kann ich. Okay, das wird jetzt sehr interessant. Aber wir können hier mit Fallen arbeiten. Guys. Ah, nee, die verfolgen mich gar nicht. Die scheinen mich gar nicht zu verfolgen. Die kann nicht bald gekommen sein. Augen auf und umsehen. Ja, that's the way to go. So. Ich krieg selber Damage, aber es ist erstmal kein Act. Das ist dumm, was ich hier tue. Und jetzt du. Oh, shit. Heilung. Gönn Heilung. Okay. Gönn Waffe. Weg. Okay, das war so dumm, was ich gemacht habe. Aber aus irgendwelchen Gründen hat es funktioniert. Ich kann euch nicht sagen, wie ich das überlebt habe. Also, eigentlich hätte ich das nicht überleben dürfen, sind wir ehrlich. Aber ich habe einen Stufenaufstieg bekommen. 28 sind wir schon. Krasser Scheiß, was mit unseren Leveln passiert. So. Aber hier muss ja jetzt wieder irgendwo ein Riesenvieh sein. Oh, nee. Sag nicht, dass die Waffe hier jetzt irgendwo reingebackt ist. Nein. Och, das stinkt. Die Waffe ist in diesen Behälter geglitscht. Ja, okay, wir kämpfen ohne schwere Waffe gegen das Vieh, was hier bewacht wird, leider.
Ja, das ist jetzt ärgerlich. Aber wir kriegen das hin, Guys. Ah, ne, ist hier schon Feierabend? Muss ich hier gar kein Riesenvieh besiegen? Das scheint der Kern zu sein. Mal sehen, was ihm solche Angst macht. Ach nee, ich glaube doch nicht. Guys, warte mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz das auf meinem Handy nachschauen, aber ich will auch nicht die Folge unterbrechen. Okay, alles gut. Wir haben beim Mittagessen gegangen. Gab leider nichts. Eigentlich wollte ich heute Döner essen und mir hätte jemand einen Döner mitgebracht. Leider, es heißt Mittagessen, es ist schon spät Nachmittag, wo ich das hier aufnehme. Egal. Okay, setze ich jetzt hier irgendein Monster frei? Wahrscheinlich, ne? Naja, was soll's. Wir sind eigentlich recht gut gewaffnet. Ich bin zufrieden. Was auch immer wir jetzt gleich freisetzen. Ich bin gespannt. Oder wir kriegen jetzt schon die Überbrückungsfähigkeit. Ich bin sehr gespannt, was gleich passiert. Oder haben wir jetzt die Brutstätte durchgespielt? Mehr Maschinen, die ich überbrücken kann. Ja, das war's, oder was? Was hast du getan? Tötet die Regel. Nee, jetzt passiert hier was. Ja. Verteidige den Kern. Okay. Guys. Wir sind wieder im Business. So, wie viele? Ich hab was gesehen. 3, 4, 5, 6. Da ist einer, das hier ein Boss. Das ist wieder ein Boss. Oh, der hat sich geduckt. Okay, der macht einen Abflug. Ja, komm, 5 menschliche Gegner, das schaffen wir doch. Da brauche ich einen Brandpfeil. Das sind die besten, Guys. Ich sag's euch, das sind die besten. Die explodieren einfach. Und du musst nicht groß was tun. Okay, der verbrennt auch. Sehr schön. Okay, es sind ganz schön viele, Guys. Der brennt. Immer 2 Brandpfeile und dann brennen sie. Ja, genau. Und ich glaube, der Brand bringt die immer fast komplett um. Nee, nicht ganz. Nicht ganz, leider. Da hinten ist eine Maschine. Da hinten kommen Wächter. Oh mein Gott, die zerfleischen den einfach. Okay, das ist ein Riesenmassaker, was hier stattfindet. So, du machst einen Abflug. Oh, ist das ein Sägezahn? Kein Verwüster, ne? Sägezahn, ja. Nicht mich angreifen, Bruder. Okay, wir müssen jetzt irgendwie das... Wisst ihr was? Wir fahren jetzt einfach Schockbomben ins Chaos. Was soll's? So, dann machst du einen Abflug. Und dann du. So, ich muss weg, ich muss raus. Und dann du. Ah, nee, das ist der Sägezahn. Oh, boy. Nee, vor dem habe ich Angst. Nein, das war zu hoch. Weg, zur Seite. Wo ist er? Da. Das reicht nicht mehr ansatzweise. Okay, warte, ich muss kurz meine Waffe wechseln. Ich bin noch verhältnismäßig ruhig, aber diese Ruhe könnte auch mein Trumpf sein. Also ich sehe das hier alles sehr entspannt und versuche hier viel nachzudenken und die passende Lösung zu finden. Von denen habe ich keine mehr. Ja, ich mache nochmal neue. So, da muss ich ihn reinlocken, ne? So, kommst du, Meister? Ja. Oh, der hält mehr aus. Okay. Warum auch immer. Nee, ist es ein Verwüster? War das ein Nee, ist ein Sägezahn. Oder, oh, ich erkenne es noch nicht so ganz. Aber er ist ziemlich nackt jetzt. Er ist jetzt ziemlich nackt auf jeden Fall. Oder liegt er eine Waffe? Doch, das war ein Verwüster. Oh mein Gott, wenn ich die Waffe habe, ist Feierabend. Nein. Nein. Gebt mir die Waffe, Meister. Okay, Feierabend. Ja, Verwüsterkanone. So, jetzt ist hier Feierabend. Es war ein Fehler, dass du hier aufgetaucht bist. Es war ein Fehler, dass du existierst. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. So, hat noch jemand was zu melden? Da ist noch eine fette Waffe. Oh mein Gott. Was ein Massaker einfach. War es das jetzt schon? Oder habe ich hier noch eine Quest? Da hinten liegt noch eine schwere Waffe. Ja lol, das ist ja eigentlich voll easy, ne? Warte mal, ich schau mal auf die Karte. Ist jetzt hier schon fertig? Aber normalerweise werde ich doch immer rausgebracht. Ich werde doch auch immer rausteleportiert. Ich nehme erstmal alles mit, was es hier so gibt. Dieses Ding ist echt gefährlich. Ja, ich weiß. Ich würde es auch gern behalten, aber die Gefahr scheint gebannt zu sein. Und zum Looten bist du jetzt echt nicht so vorteilhaft, muss ich zugeben. Vielleicht muss ich nochmal zu dem Mittelteil.
Kann ich mir vorstellen. Oh mein Gott, wir werden einfach so reich. Aber wenn hier so viel Free Loot rumliegt, dann werde ich mir auch die Zeit nehmen und das alles machen. Also einfacher kommst du halt wirklich nicht an Loot. So. Kann ich jetzt nochmal mit dem Teil interagieren? Die Schlüssel kann ich nicht mehr mitnehmen, okay. Kann ich hier nochmal was machen? Nee. Bin ich jetzt hier echt fertig? Warte mal, von wo kamen die? Die kamen irgendwo runtergelaufen. War das hier? Soll ich hier mal weitergehen? Nee, auch nicht ganz, ne? Da oben ist nochmal ein Ding. Was zum Looten. Ich werde gleich mal die Karte inspizieren. Und dann schauen wir weiter. So. Nee, ich glaube, ich bin durch. Warte mal, ich schau mal auf die Quest. Brutstätten? Nee, die ist noch nicht abgeschlossen. Finde ein... ich muss selber einen Ausgang finden. Okay, ich muss selber den Ausgang finden. Okay, wo, der ist wahrscheinlich eher im Süden, ne? Schau mal, da leuchten die... Das Licht leuchtet hier irgendwo hin. Oh, den Verwüster sollte ich eventuell noch looten, hä? Was sagt ihr dazu? Lange zwei Verwüster-Trophäen. Oh mein Gott, wir haben die Jägerlogen-Quest damit abgeschlossen. Okay, sehr cool. So. Das nochmal. Okay, muss ich jetzt einfach... Also ich meine, ich könnte halt legit einfach wieder denselben Weg rausgehen, wie ich reingekommen bin. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Aber ich frage mich halt, ob es hier noch einen schicken Ausgang gibt, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ich hier hochgehe? Nee, ne? Aber schaut mal da, das sieht doch nach einem Kletterparcours aus, Freunde. Da habe ich doch was gefunden. Warte mal, wenn ich jetzt hier hochgehe. Ja, hier geht's weiter. Zack, hier rüber. Zack, hier hin. Das sieht gut aus. So, dann kommen wir hier hoch. Ich wusste doch, dass es hier was geben muss. Yes! Das sieht grundsolide aus, wo wir hier gerade unterwegs sind. Hier sind auch noch super viele Kabel und Stuff. Ey, das ist mal eine Brutstätte der ganz anderen Sorte und das ist mega cool. Oh, scheiße! Da sind so viele Enemies. Ich chill erstmal. Ah, da oben ein Pirscher. So. Der liegt. Jetzt schieße ich nochmal da auf seine Kanone. Ah, jetzt hat der Safe keine Bauteile mehr. So, Meister, bist du ready? Die Jagd ist vorbei. So, da kommt der, Freunde. Aber auch für euch habe ich mit leider keine Angst mehr. Okay, vielleicht sollte ich's. Vielleicht sollte ich's noch. Nennen wir es Respekt haben. Ja. Ja, ja. So, und jetzt selbe Strat as always. Zack. Reinstechen. Und weg. Und weg. Oh mein Gott. Die Strategie ist so gut. Da ist eine Mine. Weg. Kann ich die auslösen? Nee, ich kann die nicht auslösen. Okay. Was passiert hier? Ist die verschwunden? Ja, die ist verschwunden. Okay. Wow, da unten ist sogar Magma. Vernichten die hier Maschinen? Ich glaube, da sind noch mehr von denen. Was genau ist da? Ach, das sind so... Vielleicht so eine Art Alarmanlage. Oh! Ich habe hier irgendwas gefunden. Und was auch immer das ist, wir erfahren es beim nächsten Mal, Friends. Die Folge geht nämlich schon wieder viel zu lang. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, was das noch für eine Wendung nimmt. Danke fürs Zuschauen. Ganz, ganz großes Dankeschön noch an Cyan Kamora und Impulsion für euren super großzügigen Support. Vielen Dank.